Gestalt tötet? Nee. Dann ändert er vorher seine andere Gestalt, ne? Ja. Sag, kann ich ein Schilde tragen? Yep. Oh. Solltest du auch tun. Wie overpowered ist das denn? Der Schilde ist ja. Gut, Palas haben sogar Plattenrüstung und können Schilde tragen. Palas haben aber 1000 andere Sachen nicht. Haben aber dafür 1000 andere Sachen. Ach, 1000 vielleicht nicht. Meinst du, Schamane, wenn das Trinken gefixt ist, immer noch so gut spielbar in Arena? Ist immer noch spielbar, auf jeden Fall. Nice. Was ich ja schon witzig finde beim Warlock, diese Rüstung, die man machen kann, die halten einfach ewig. Sowas hatte ich ja noch nie. Bei Soul Link hält ewig. Diese Fallen Intelligence hält ewig. Ich hatte sonst immer Klassen, wo ich spätestens nach einer Stunde rebuffen musste. Oh mein Ernst. Na, da sag mal aber was. Da weißt du hinterher aber nicht mehr, wo oben und unten ist. Hm? Aber weißt du, ich werde so aus dem alles zu doll und dann das Bild da vielleicht. Und wenn nicht, ist alles auch gut. Und doch, was awesome. Ich weiß nicht mal, was war bei Vanessa das größte Problem mit Warlock? Die ist auch schnell gestorben, ne? Mhm. Nur kein Damage mehr. Ja, mal gucken. Oh Gott. Ach, geschafft. Ich muss auch wegen der Bank mal wieder in die Hauptstadt. Dass eine Hauptstadt kommt. Hey, wie cool. Fällt mir der Karte immer noch nicht an. Mehr Grinding Spirit. Oh.
Ja. Oh Gott, Cole, du weißt gar nicht, wie kindisch dumm sich das anhört. Oh mein Gott. Das kann noch. Ich mach sowas von kein Damage. Ich habe auf jedem Gegenstand scheinbar Hit-Rating drauf. Krass. Krass. Ziemlich gut von mir eigentlich. Dass du das so bewusst da drauf gemacht hast. Mhm. Ich habe diesen. Ohne mich wäre der Gegenstand auch gar nicht an meinem Körper. Ah, die Mobs hier sind die Tank Killer Number One. Warum, was können die? Man super krass viel Damage, wenn man sie berührt. Weil er nicht die Boss Hurry hat vorbei? Nee, doch nicht. Scheiße, hä? Was sind wir denn? Scheiße, doch. Scheiße, Mann. Ne, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Glaub ich. Weil ich mach nur noch diesen Rain of Fire hier. Hier stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich glaube, ich verändere mich. Wir leben uns auseinander. Na gut, dass mal einer gesagt hat. Tiefer als man glaubt, diese Schleimbeutelkarre. Was macht ihn schnell kaputt, wenn ich ihn? Bei dieses eklige Ding. Sonne, wir zerstören es. So. Bern, da kommt ja noch so ein Schlabber raus. Voll hot, oder? Uah. Deswegen trock ich immer was drunter. Sonst wird man schwanger, ich weiß. Okay, das Niveau dieser Sendung hat auch einen Tiefpunkt erreicht. Die Sendung? Es ist eine Sendung, oder? Eine Guru-Sendung. Guru-Wurzeln, Blumen. Oh, wie awesome, weißt du? Oh. Da muss ich mir über nichts Gedanken machen in meinem Vlog. Also ich mache meine Dots drauf, wenn ich festgewurzelt werde, ist es halt so. Boah, wenn Vanessa Dark Simultano Mensch mal richtig einsetzt, das wieder an. Oh ja, dann noch so ein Sheep und so, ein Insta-Sheep quasi. Holy shit. Ich habe
keinen Platz. Shit. Shit. Schön, dass dir so viel Freude wie mir Angst bereitet. Shit. Noxion. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Mein alter Meister. Ey, was für eine Scheine alles ist. Warum ist das eigentlich alles so infiziert? Die ganze Decke. Bäh, ich hab vorher Platz irgendwo. Bäh. Du stehst da drunter. Bäh. Guck mal an, in diesen Fällen hier. Ein, was da für hochgiftige Substanzen wahrscheinlich rauskommen. Diese Staubdinger, ja. Bäh. Ja, wie heißt das, sind so Situationen, da würden wir auch drauf verzichten, die Welt zu rennen. Ja, muss man drauf verzichten. Man ist nicht dazu verpflichtet. Na, whatever. Sein eigenes Leben zu gefährden bei solchen Aktionen. Auch wenn das Schicksal der Erde umschwierig ist. Anderes gilt für Feuerwehrleute, denen ist das zuzumuten. True. Meinst du sowas auch? Ihr Leben zu riskieren? Um die Erde zu retten. Das sowieso. Das ist wahrscheinlich jedem zuzumuten. Shit. Und was mit Reservisten, die schon unter Beweis gestellt haben? Ich finde, da könnte von den Zivilisten auch mal was zurückkommen. Hört an, als wenn jemand mit einer Kreissäge rumarbeitet. Wo? Hier, als wenn ich ja immer so im Hintergrund irgendwo. Meinst du hier in der Inni oder hier bei dir im Zimmer? In der Inni. Hör ich nicht. Das muss bei dir im Zimmer sein. Hier im Zimmer. Red ich nicht um, die Kettensäge fliegt rum. Ich hör's schon wieder. Ja, super scheiße, so ein Killer tritt deine Tür ein und hat eine fucking Motorsäge in der Hand. Ist doch super scheiße. Ich glaube, ich hab's gehört. Oh, mein Zimmer ist clear, also kannst du immer noch durch dein Mikro kommen. Meinst du, Rogues sind auch ein Problem für Warner? Weiß ich nicht genau. Und früher war das mal so. Jetzt du ein Warlock hast. Wupp, komm wieder weg.
Und das wäre noch die lange Version des Kampfes. Ich habe ja auch Curse of Tongues noch. Das ist holy shit. Ja. Inventory is full, so. Ja, wir müssen die Party verlassen und meine ist nicht. Mein Gegenstand. Party verlassen. Oh Gott. Meine Maus ist kurz in die Luft gegangen und wieder runtergegangen. Ich glaube, meine Hand war noch unter dem Spiel. Wie kommen wir jetzt am besten in eine relevante Hauptstadt? Gut, es gibt gewisse Möglichkeiten. Erstens, der Ruhestein ist in der Pampa. Okay, es gibt nicht mehr. Es gibt genauso viele Möglichkeiten wie vorher, minus eins. Eigentlich gab es die Möglichkeit die ganze Zeit nicht. Es wäre nur ein theoretisches Konstrukt in deinem hypothetischen Gedankenwirrwarr. Das stimmt, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es auch typisch logisch ist, dass es super viele Möglichkeiten gibt, zum Beispiel in Ruhestein. Jetzt, wo der natürlich wegfällt. Warum willst du in der Stadt? Wegen der Bank? Gut, was willst du mit der Bank? Ich will erstens wegen der Bank und zweitens weiß ich nicht mehr. Gut, warum Bank? Weiß nicht, um Sachen abzulegen. Was hast du für Sachen, die eine Bank lösen können, frage ich dich. Nein. Ich suche erstmal einen Schmied auf. Erz und so habe ich da. Immer noch, okay. Dann könnte... Naja, das funktioniert auch nicht. Mit dem Schiff nach Minetia. Cool. Können wir nicht einfach nach Danassus hochfliegen? Hey, da krieg ich einen Wappenrock. Genau, Wappenrock. Das war das zweite Wichtige. Ah, wichtig. Das zweite Wichtige. Ich könnte es verstehen, wenn Kojo sich jedes Mount holen würde und uns darf. Aber das tut Kojo nicht. Dann hast du es nicht so weit weg. Die Alternative wäre, mit dem Schiff zum nach Minitil fahren und nach Ironforge fliegen, weil man den Flugpunkt überhaupt schon bekommen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, deine Alternative ist besser. Sag's jetzt. Dann siehst du mal die Heimat wieder. Schiff's gerade da. Alter, ich bin fucking Hexenmeister. Sei schnell. Ich werde schnell und geschwind, Kojo. Kojo, wo bist du? Zum Hafen. Welches ist das richtige Schiff? Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt in das Schiff, was mit dich ist. Komm. Da wollen wir schon mal waren. Ich komme schon, Kojo. Ich komme schon. Aber ich werde es nicht schaffen. Wie weit ist es noch? Ich sehe das Schiff. Ich bin beim Brunnen. Oh Gott, das ist noch weit. Es fährt noch nicht los. Eins, zwei, ich habe die ganze... Als wenn dein Zählen jetzt was bringt. Das ist, um mich selbst zu beruhigen. Es fährt immer noch nicht. Sei schnell. Wie weit kann es denn noch sein? Jetzt sind deine Chancen gut. Ich kann es schaffen. Fall nicht rein. Blöd, der Alec weg. Na also. Das haben wir doch nochmal gemeinsam, ne? Vor allem hier. In einem Fass. Oh, hi. Matrose Henders. Sie haben aber einen maskulinen Oberbauch. Oberbauch? Kusche. Jetzt hätte ich dieses Klappengehabe. Kann ich mal die Klappe halten, Schubi? Du nimmst deinen Charakter echt ernst, oder?
Haha. Oder heroisch. Cool, ich habe eine Idee. Von hier gibt es doch bestimmt ein Schiff nach Stormwind, oder? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, oder? Oder? Oder nicht? Komm, wir fliegen zuerst einen Forge und danach schnell Stormwind. Wir haben echt alle Flugpunkte hier. Was auch schon wieder so low ist irgendwie. Jupp. Nein. Ich finde, da hätte man mal echt anders denken müssen. Man hätte denken müssen, oh, die Leute lieben einfach dieses Warcraft, ne, die Welt, sie zu erkunden. Oder meinst du, wenn man einen neuen Charakter, also ruhig neu anfängt oder ersten Charakter auf dem Realm oder so macht, hat man keine Flugpunkte? Hm. Keine Idee. Dann bist du keine Hilfe für mich. Weil das würde ich mir noch gefallen lassen. Ich meine, bei den Todesserien konnte ich es ja verstehen. Ja. Und jetzt? Die haben ja auch nur die der alten Welt bekommen. Aber wie ist das so jetzt in Nordend und bei den Crusaden? Schermenwelt für mich, ja. Mein Greif fliegt rückwärts. Jetzt in Ironforge reinfliegen, erinnert mich das an Cowboys and Aliens. Eben geil. Na ja, geil, vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen. Das alte Ironforge ist verfügbar. Ah. Ah, stimmt, hatten wir noch nicht auf Video. Go for it. Es ist leicht zu erreichen. Man muss die Thronkammer betreten. Und dann einen gescheiten Wink nach links. Früher konnte man hier reinglitschen und diese Tür gab es schon. Halt verschlossen. Wie sick. Jetzt wurde es geöffnet, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, förmlich. Hier hat jemand vercrappt. Das war eine eisige Überraschung. Den Mann hat eiskalt erwischt. Das ist ein Noob-Schutz, hier kann man nicht runterfallen. Wir gehen bis nach ganz unten.